Nice. Am zweiten gibt es hier nicht. Ja. Man kennt es in der Natur. Kommt ist also ein einzelner Stock, der in der Natur so kommt. Ein Stock kommt selten allein, aber er tut's trotzdem. Ah, okay, hier sind mehr. Oh, hier ist ein Koffer, oder? Da ist ein Koffer. Sehr schön. Es ist Pfeile. Es ist echt asozial, was Modi dort alles findet. Leuchtfackeln. Nice. Könntest du ja vielleicht mal mit mir teilen. Das ist Leuchtfackeln. Nice. Ich bin voll von Leuchtfackeln. Du kannst dir gerne jederzeit. Du willst mich verarschen, oder? Ich hungere hier fast. Moin. Hey. Wichser. Alter Schwede, so. Modi. Alter. Stirb doch. Ich habe jetzt eine Treppe. Immerhin. Ich enthaupte den Typen für Knochen. Ja, haben wir hier Stöcke? Okay, ich kann nicht mehr rennen. Mir keine Stöcke, schade. Und du hast ja auch keine Stöcke, also. Ja, hier gerade schlechter. Da, wo ich war, gibt's ein paar. Jetzt kann ich ein Feuer bauen, das heißt, wir haben wieder Knochen. Oh, da. Ich hab's einfach nur übersehen. Mensch. So, endlich habe ich mein Feuer. Die Location hier gefällt mir auch. Vielleicht mache ich hier. Ich glaube, ich mache mir hier eine provisorische Hütte drauf. Einfach aus Prinzip. Ja, komm. Nicht. Hier, so eine Small Cabin. Die gefällt mir hier doch. Schön auf dem Stein. Alter, bin ich ein Noob. Ja, bist du. Und schon wieder Stücke alle. Aber ich habe ein Feuer. So, in der Richtung kann ich dir dann richtig schön beim Bauen zugucken. Alter. Vorhin noch Rage quitten wollen, aber jetzt hier. Ja du, der Survival-Aspekt hier nervt mich wie Sau. Mich auch gerade. Okay, das Fleisch war schlecht. Ah, da sind noch mehr Jungs. Ja, schön. Halb geil. Halbs. Wie viele Loks brauche ich? 13 nach Griechen. Doch, immer noch zu essen. Hab doch dort oben Menschen getötet. Da sollten wir doch. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Gerade wo ich mein Feuer habe. Sehr schön. Ich hoffe, ich kann das wieder anzünden. Das geht jetzt nicht wieder. Es wird nicht für alle Male am Male nass. Oder kann man das anzünden, wenn es aus ist? Oder? Wenn es ein mehrfach benutzbares Feuer ist, kannst du es nochmal anzünden. Wenn nicht, dann halt nicht. Sehr schön. Alter, machst du jetzt endlich mal den Baum hier fertig? Ich liebe es. Mein Gott. Soll ich mal den Mensch mitnehmen und dann grillen? So, das sind nochmal zwei. Man merkt auch wirklich den Effektivitätsunterschied. Stöcke. Zwischen uns irgendwie. Tja, so ist das. Ich find's nur lustig, weil wir haben ja gleichzeitig angefangen. Ich habe jetzt schon halbwegs brauchbare Location. Oh, Wechselkleidung. Nice. Ich habe eine Treppe. Hey. Oh. Angefangen. Nice. Ich hab hier nochmal das Wolfs-T-Shirt für dich, wenn du brauchst. Ich brauche lieber Essen. Moin. Das würde ich lieber nehmen. Meine Herren. LOL, ich habe ihn geheadshottet. Das macht Bonusschaden? Oh, ich weiß, auf was ich gehen werde. Ich sammle hier gerade Sticker. Ah, der haut ab. Der Typ kommt auf mich zugesprintet und ist jetzt ein Einhorn. Der kommt jetzt zu mir rüber. Wie ich es kenne. Er ist in die andere Richtung gerannt, keine Sorge. Der holt wahrscheinlich Freunde, die ich auch wieder headshotten werde. Na, hier ist auch Koffer Paradise. Freut mich für dich. Ja, mich auch.
Danke. Medizin, die ich nicht brauche, weil ich voll bin. Ach, die lasse ich einfach liegen. Wer braucht denn schon Medizin? Kannst du mir ja mal rüberschicken. Aber nee. Nein, das würde dir ja helfen. Das hier ist Survival. Molly, stell dir vor, ich habe dir gerade den Stinkefinger gezeigt. Ja, das will ich hoffen. Ich bin gerade wirklich ein Arschloch. Ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Mein Gott, komm halt einfach zu meiner Location, wird schon besser. Erstmal muss ich hier überleben. Das ist, bevor ich zu deiner Location komme. Bist du gerade angegriffen oder was? Nee, aber ich muss hier erstmal mehr Zeug zusammenbauen. Und das Feuer steht noch, sehr schön. Da kommt der Warnschrei. Vorsicht, Mann mit Axt bringt Leute um. Ah ja. Kann man eigentlich ich muss mal nachgucken, ob man bestimmte Häuser als Icons deaktivieren kann, weil das ist extrem nervig irgendwie. Wie was? Ob man bestimmte Häuser als Icons deaktivieren kann. Okay. Weil es mich nervt, wenn ich mich umgucke, oh, da ist ein Haus. Mist, wo wohne ich nochmal? Wenn du 5 Häuser hast und dann nicht mehr weißt, wo du hin musst. Ja, das sind die Probleme der Reichen. Ja. Das und arme Leute auf Sylt. Lederjacke. Nice. Ja, das passt ja zu dir. Ja, Lederjacke und Wolfs-T-Shirt. Ist doch cool. Unser kleiner Nazi hier. Du spielst den Glatzkopf. Du verhältst dich hier bei einer hier. Am Leid der anderen Menschen lustig. Das ist hier. Oh nein, das Fleisch ist alt. Fuck. Okay, ich werd verrottendes Fleisch essen. Ich hab noch Salat. Und Aloe Vera, die ich gerade gegessen habe. Kann ich hab die Scheiße hier nicht bauen? Ich weiß nicht, warum kannst du keine Scheiße bauen? Mehr Pfeile! Okay, ich hätte auch eine einzelne große. Moin! Da ist der Kollege ja wieder. Und er hat Hilfe mitgeholt. Mensch. Okay, das ist doch komplett schief, aber... Ey! Was seid ihr denn jetzt so, Jungs? Wenigstens habe ich jetzt hier meine Ruhe gerade. Mein Gott, gönnt mir doch mal ein bisschen Spaß! Hauen die einfach ab, wenn man mit einer Waffe auf die zielt, also komm. Vollkommen unrealistisch. Okay. Kann ich die Brücke, die Sachen, die ich schon gebaut habe, abreißen irgendwie, oder? Jo, X. Oder mit der Axt draufhauen. Nee, das wollte ich nicht abbauen. Ich wollte das hier, was ich schon hier... Dann mit der Axt draufhauen. Nee, das geht nicht. Aus irgendeinem Grund. Ist doch scheiße hier. Was läuft denn hier? Ich kann die Scheiße hier nicht abbauen. Na gut, dann bleibt's stehen. Es kann auch sein, dass du erstmal in die Option gerade wieder zerstörbare Strukturen anmachen musst. Das hat mir beim letzten Mal ausgemacht. Das kann stimmen, das kann sein. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann würde ich auch nochmal zurück und würde die alte Hütte abreißen von uns, damit wir einfach nicht dieses Icon-Problem haben, das es uns, also mich vor allem, nervt. Okay, wo war das Ding? Komm schon, stirb! Schlüsselbindung... Jawoll, bist tot. Gameplay, wo finde ich das dann? Ich glaube, Zerstörung von Gebäuden erlauben, ja. So war das, glaube ich. Ja. Ich habe auch das Signal gehört, das heißt, es hat funktioniert. Ich kann es immer noch nicht abbauen. Dann komme ich mal gleich rüber zu dir. Oh, Zelt!
Ohne Interaktionsmöglichkeit. Nice. Ah doch, sehr schön. Abgebaut. Okay, sehr gut. Und das Holz muss ich meine Zeit ja nicht mit dir verschwenden. Das Holz ist jetzt weg. Das ist natürlich blöd. Egal. Ja, das ist dumm, aber passiert. Randale. Also ich würde jetzt hier mal eine ganz große Brücke bauen. Meine Fresse. Willst du bitte zu bauen? Geht den Besten so. Noch ein Zeltlager. Ha. Okay. Wie geht das Maximum? Oh, Höhle! Mensch! Ich wusste, hier ist irgendwas. Höhlenmensch. Ja, ich habe eine Höhle gefunden. Na, du hast zwei Sticks noch, dann habe ich das Lager. Also, falls du ein bisschen Baumstämme mit dabei hast, kannst du gerne mitbringen. Den kann ich hier gebrauchen. Ja, du, ich baue mir erstmal ein schönes festes Feuer hier rein. Der hat ja schon gleich eine ganze Villa fertig. Nee, ich habe hier eine kleine Jagdhütte. Wie und gesagt, da kann ich schön erstmal in die Richtung gucken. Und aus der Tür muss ich auf deinen Mist da hinten blicken. Oh, ein Regenbogen. Schön. Also Essen bräuchte ich auch mal wieder. Oh ja, hübsch. Ja. So, dann baue ich mir hier jetzt erstmal ein Waffenregal hin. Also, wenn du ein bisschen Essen hast, kannst du ja mal besuchen. Ja, starten. Ist schön. Wenn du magst, kannst du mich mal besuchen kommen und mir ein bisschen Essen mitbringen. Ja, meine Frage ist jetzt, kann ich hier was anbauen oder geht das nicht? Blöd, dass ich den Menschen nicht mitgenommen habe, die ich gerade umgebracht habe. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Ich kann keine Bäume mehr fällen. Custom Floor, Custom Walls. Würde ich hier noch einen kleinen Anbau machen? Machen wir mal ein bisschen größer. Wirklich verhungern. Ja, gut, mach mal so. Dann machen wir ein schönes Custom-Dach. Ey. Oder ist ein Dach was anderes? Sobald ich die Brücke fertig habe kann und die Treppe fertig haben, mache ich das mal. Vermutlich. Mach da mal erstmal ein provisorisches Haus hin. Zumindest was wir später noch abreißen können, aber. Wo ich zumindest erstmal ein Feuer machen kann. Und es wird wieder Nacht. War doch gerade ein Hase, den finde ich doch vielleicht. Könnte man doch vielleicht essen. Willst den armen Hasen angreifen? Was bist du nur für ein Unmensch? Ich brauche Essen. Also echt. Ist das eigene Überleben einfach wichtiger als das von einem Hasen? Offensichtlich. Ekelhaft. Ich habe einen Hasenkopf. Ja, ist ein bisschen schief, aber geht schon. Rohes Hase. Okay, ich habe Vorderwand dran, auch nur Regenschutz. So, war mein Feuer, ist das jetzt schon weg, oder?
Keine Ahnung. Sag Bescheid, wenn du schlafen kannst. Ich hab kein Bett. Hab keine Unterkunft, kein nix. Ich kann überhaupt nicht schlafen, wo immer ist. Du darfst übrigens gern diesen kleinen Außenposten, den ich gerade baue, auch benutzen. Da habe ich nichts dagegen. Du musst erstmal hinkommen. Ja. Aber nicht vergessen, Miete zu zahlen. Ja, mein Feuer ist weg. Natürlich komme ich, glaube ich, mal zu dir rüber, weil. Ja. Ich habe hier einfach kein Feuer. Wozu, Menke, bist du? Oben. Du bist ja komplett über den Fluss drüber. Muss erst ja, mal natürlich. Du musst erstmal über den See schwimmen. Ich bin auf der Seite, wo tatsächlich Bäume wachsen. Du musst erstmal über den See schwimmen. Das finde ich ja sehr gut. Dann schwimmen. Ein bisschen Sport hat noch niemandem geschadet. Außer den meisten Sportlern. Früher oder später. Ich sehe bloß nichts, weil es ist düster. Ja, ja, das hat das so an sich. Aber du siehst das Haussymbol einfach drauf zu. Du meinst, hier wären Alligatoren drin? Ja, nee, nee. Mir ist einer random entgegengekommen und ich hab ihn halt gekillt. Wir sind Rehe. Wir brauchen auch unbedingt noch eine Räucherstation. Das vergammelt uns das Fleisch in den Taschen. Also ich verhungere gerade extrem. Das ist halt schon wirklich. Ja, gut, passiert. Bären könntest du auf dem Weg ja auch fressen. Okay, wo ist das Haus jetzt? Ich habe hier so ein halbfertiges Haus. Ja, der Schlafteil ist schon fertig. Ach, ich liebe es. Bist du angegriffen? Nee, ich kann nicht schlafen. Ah ja, ich liebe es. Hallo, da rollt mir einfach ein Lock entgegen. Schön. Ich glaube, mir ist gerade im Gesicht ein Baum gespawnt. Aha. Schön. Hast du hier irgendwo ein Feuer? Oder? Ich baue gerade den Feuerplatz. Also diese Wände da werden noch überdacht und dann können wir da drin Feuer. Weil ich friere gerade extrem, ich habe Hunger. Hast du irgendwo ein Feuer, wo ich mir was zu machen und zu essen machen kann? Jetzt bin ich hier hochgekommen und du hast kein Feuer. Das ist ja sehr Moment. Schön. Hätte ich auch unten bleiben können. Alles gut. Ich mache hier sogar ein Fire Pit hin. Wir brauchen nur noch 2 Steine und 2 Stöcke. Die kriegst du zusammen. Die habe ich vielleicht. Ja, die Steine habe ich. Die Stöcke habe ich nicht. Wenn du noch einen Stock hast. Na gut, ich bin eh gerade auf Baumtour, also. Wenn das hier irgendwo einen Stock. Irgendwo mit Sicherheit. Lagen noch irgendwo noch Loks rum. Ah, da sind sie. Ein Stock. Was zu essen könnte ich langsam auch brauchen. Ich nicht nur langsam, Modi. Ja, du, ich bin auch leer. Hast ein paar Stecker mitgebracht? Ich bin schon im negativen Bereich, Modi. Du kriegst schon Schaden durch Hunger? Ja, so ziemlich. Es blinkt rot auf und es ist. Ja, gut, ich mach mal kurz folgendes Moment. Mach mal einen Stock rein. Bring dir einen Stock mit, das würde mir reichen. Ja, Moment, ich komme gerade. Beitreten. Ich kann aber neu schlafen, so ein Dreck. Einen einzigen verfickten Stock bräuchten wir noch. Ah, ich bin hier drüben, alles klar. Ja, ich bin gerade ein bisschen weiter weggespawnt, aber ich habe fast vollen Hunger. Okay, wenn du noch einen verfickten Stick für mich hast, dann können wir hier mal. Ja, kein Feuer Thema. Machen. Ich habe gerade noch einen Alligatorkopf gespawnt. Bei mir geht's gerade wirklich kritisch. Es wird gerade wirklich kritisch mit dem Hunger. Alles gut, ich weiß, dass es hier auf dem Weg nach drüben Stöcke gibt.
Deshalb habe ich das gerade gemacht. Okay, ich höre gerade Harpien. Ich höre hier gerade Harpiengeschrei oder was auch immer das ist. Ach, das sind nur die Jungs. Passiert. Gibt das hier einen Lock oder? Meine Fresse, das mit dem Schlafen ist auch scheiße. Dass man nicht einfach nachts schlafen kann. Wir können es auch so machen, dass wir die Nacht durcharbeiten und dann. Du kannst auch so machen, nein, das war einfach mal. Nein, ich hätte das wirklich so gemacht, damit wir beim nächsten Mal gleichzeitig früh, direkt wenn es anfängt, die Nacht skippen können. Damit wir da wieder synchron sind. Wir können auch einfach mal schlafen, wenn wir schlafen können. Ja, es kann aber auch sein, dass wir, wenn wir jetzt schlafen gehen, einfach bis Nachmittag schlafen. Das kommt mir nämlich so vor gerade. Ja, ich verrecke hier sowieso gerade. Ja, ich habe hier gerade Unmengen Stöcke mitgenommen. Dann beeil dich, dass du herkommst. Ja, ich bin gerade quasi. Ich muss noch um, glaube ich, einen halben See oder so rennen. Es ist gerade eine Überraschung. Ist da die Frage, ob ich als erstes an der Kälte sterbe oder ob ich am Hunger sterbe. Das ist halt so ein bisschen. Ich muss einmal kurz rüberschwimmen, dann bin ich bei dir. Ich glaube, genau diesen Spielstand sollte ich jetzt mal speichern. Es wäre gut, dann kannst du vielleicht auch, wenn du stirbst, rausquitten und dann einfach wieder laden. Das ist Blödsinn. Das mache ich, wenn ich dann geheilt bin und gegessen habe. Es ist besser, aber. Es ist besser, als dass du den ganzen Weg rennen musst. Ja, aber wobei, wenn du gerade Schaden kriegst. Mach hinne. Ich habe übrigens auch wieder meine drei Rüstungen. Okay, kalter Wind, das ist sehr schön. Finde ich praktisch. Mach Eierbonnie. Alles gut. Ich bin doch schon dabei. Ich komme gleich um die Ecke. Kann ich das Feuer fertig machen? Was man für so verdammtes Feuer braucht. Ja, in der Realität ist es viel einfacher. Du brauchst viele Stöcke und sehr viel Zeit. Und Zunder und was auch immer. Ich habe Seven vs. Wild gesehen. Du eigentlich auch? Nee. Warum nicht? Das war super unterhaltsam. Hat mich nicht gejuckt. Ah. Kann ich respektieren. Oh, es ist unterm Boden. Okay, funktioniert aber. Schön. Ich habe hier ein paar Hasen. Anbrat die Hasen. Was habe ich denn noch anzubieten? Ich habe richtiges Fleisch oder... Brauchst du das nicht anfachen? Das hier ist ein dauerhaftes Feuer. Meinst du, und da habe ich mehr Fleisch. Ah, verdammt, das Fleisch ist abgehauen. Gut, wenn du vielleicht ein bisschen mehr hast, als du brauchst, dann... Ich habe meinen Verbrauch gerade wieder annulliert, dadurch, dass ich Reload habe. Ich sollte mich aber mal speichern, damit ich mich nochmal rennen muss, weil jetzt brauchen wir keine Stöcke mehr. Bisschen Medizin könntest du mir, glaube ich, auch abgeben, obwohl ich habe noch genügend Medizin. Wir haben gerade kein Medizinregal hier. Das wäre aber mein nächster Punkt. Vor allem Essen brauche ich. Oh, moin! Moin. Der Knochenmann ist angekommen. Er will unsere Vorräte füllen. Das Essen für mich. Und er hat eine Waffe für mich. Ah, schade. So, du bist Essen jetzt. Warte. Leg ihn erstmal ab. Das soll Fleisch hergeben. Ja, ich mach dir gerade Fleisch. Reicht ein Bein? Oder willst du mehr? Na, den Rest verbrenne ich einfach. Hey. Okay, hast du noch ein bisschen Fleisch für mich, was ich mit rübernehmen kann? Es liegt auf dem Feuer. Nicht zum Essen, sondern zum Mitnehmen für drüben. Gerade nicht, aber hier ist schon andauernd Rehe. Ich brauche ein bisschen rohes Fleisch. Okay, ich glaube, ich kann nachts am Schlafen. Wollen wir 10 packen? Nein. Ich bin dafür, ich werde die Nacht hier durcharbeiten. Also damit wir am nächsten Tag vor... Ich will Tag machen, weil damit ich da drüben weiterarbeiten kann. An meinem Haus. Ich würde sagen, verbringen die Nacht einfach eben bei mir, bis es Tag ist. Und dann. Was soll ich denn hier machen während der Zeit? Keine Ahnung, essen und überleben. Kannst auch helfen, hier das Haus fertig zu machen oder sonst was. Ich habe hier gerade jemanden, der wieder den Lager plündern. Dann kämpf. Kämpf, als wär's deins. okay, ich bin schwer verletzt, Molly. Komme. Kam nicht gegen ihn. Ich trage erstmal Stöcke. Beziehungsweise zwei Loks. Hey.
So, wo bist du, mein Freund? Direkt vor der Tür. Da. Hallo! In die Fresse, du hast viele Arme, das heißt viele Knochen. Oh, er hat Angst vor mir. Süß. Hopp. Das war ein guter Ausweichsprung. Also ganz harmlos ist bei dir hier auch nicht. Stirb. Natürlich nicht, es ist nirgendwo harmlos, außer auf dem Wasser, weshalb ich da aufs Wasser möchte. Deswegen brauchst du ja ein Land hier, erstmal eine Brücke. Ich baue mir hier jetzt einen provisorischen Außenposten, damit ich hier eine Basis habe, wo ich spawnen kann. Ah, ja. Das ist der Plan dahinter. So, was wäre dein Problem jetzt mit Schlafen? Er brennt im Stehen! Guck dir das mal an! So, was wäre dein Problem jetzt mit Schlafen gehen und dann am Morgen weitermachen? Weil wir dann potenziell den Tag verkürzen. Deshalb würde ich warten, bis wir Tag haben. Den Tag haben wir dann mal durcharbeiten, sobald es Nacht wird. Können wir schlafen und dann sind wir auch wieder synchron. Okay, Problem ist, der Mond steht gerade ziemlich, der ist gerade erst aufgegangen. Ja, das ist kein Problem. Dann harren wir aus. Ich baue hier den Boden und alles fertig. Ich habe Zeug zu tun. Hier sind Unmengen Bäume. Du kannst was essen, du kannst Knochen sammeln. Ist doch alles entspannt. Wenn ich den Spielstand pausiere... Kannst du dann weitermachen und ich dann... Nein, sobald der Host rausgeht, ist normalerweise das Spiel auch beendet. Wenn ich jetzt ins Menü gehe, also jetzt so mache... Ja, dann ist jetzt genau dieser Punkt im Spiel normalerweise gespeichert. Okay. Ich würde es einfach mal nicht riskieren. Weil wie du daran siehst, dass ich Items verdoppeln kann, dieses Spiel ist jetzt nicht unbedingt optimiert. Nach 20 Jahren im Early Access. Dann. Wieso ist das scheiße? Du bleibst einfach die Nacht bei mir, kannst irgendwas machen, kannst was essen, kannst dich ums Feuer kümmern. Oder kannst AFK gehen. Und okay. Ich kümmere mich drum, dass mein Haus fertig wird und dann können wir, sobald die nächste Nacht anbricht, synchron schlafen, dann haben wir das Problem mit der Nacht nicht mehr. Dann stelle ich mich mal hier hin und hoffe, dass ich nicht angegriffen werde währenddessen. Und wenn du angegriffen bist, dann hast du wenigstens was zu tun. Ich geh jetzt AFK. Ich geh einfach mal AFK. Dann geh aufs Klo. Bin da mal. Es wird doch sogar schon wieder Tag. Bist du noch im Discord anwesend? Also nein. Ich hab mir mal was zu trinken geholt. Ja, und wie du siehst, es ist mitten am Tag. Mitten? Es ist gerade Tag. Okay, ich bin da mal drüben. Ja, gut. Hast du noch ein bisschen Essen, was du mir mitgeben kannst, oder? Verpflegung, was du für mich hast? Nein, aber ich werde jetzt hier wahrscheinlich... Lol. Okay. Ich werde wahrscheinlich hier in die Ecke einfach das Feuer machen, dann ist das schön im... Trockenen, sich vielleicht noch eine Wand drüber. Okay, wir müssen irgendwann eine Brücke hier über den Flur, über den See machen, dass du das mal das dann zu dir. Dass du nicht immer durchschwimmen musst, das war dann. Werden wir nicht, weil ich habe schon gesagt, ich werde wahrscheinlich getrennt von dir bauen und das hier ist nur ein kleiner Außenposten, den wir gerne zusammen benutzen können. Einfach eine Luftbrücke, dass wir einfach mal rüber können. Aber wozu? Das ist super unnötig und sieht scheiße aus.
Ist nötig, ich meine, wenn du es unbedingt bauen willst, dann kannst du es von mir aus bauen, aber wag jetzt nicht dann zu meiner richtigen Hütte eine zu bauen. Na, nur zu deinem Außenposten, damit ich dann von deinem Außenposten kannst, zu kannst deiner... Kannst du von mir aus machen. Eine Abkürzung zu deiner, zu deinem Ding. Kannst du von mir aus machen, wenn du den ganzen verdammten Wald für eine Brücke roden willst. Das machen wir doch sowieso für die Unterkunft. Okay, meine ist blöd zum Holzfällen. So, jetzt machen wir hier einen Rüstungsständer hin, würde ich sagen.